Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu F1 2021 in der Breaking Point Karriere. Und ja, wie es aussieht, werden wir als nächstes mit Kasper Ackermann fahren, denn hier steht der Helm von Kasper und hier sind auch Bilder von Kasper und die Mails gehen auch an Kasper. Ich weiß nicht, ob wir jetzt die ganze Zeit nur noch Kasper fahren werden oder ob das auch nochmal zu Aiden switchen wird, keine Ahnung. Ich guck auch mal, wen ihr Folgenlänge, weil die letzte Folge fand ich ein bisschen kurz. Kommt jetzt drauf an, ob wir ein komplettes Rennen gleich fahren, dann wird es eine Folge sein. Wenn aber da wieder Cutscenes drin sind und wir nur ein halbes Rennen oder nur ein paar Runden, dann werde ich vielleicht zwei Rennen machen. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, starten wir einfach mal in die nächste Saison. Da werden wir dann nämlich als Aston Martin unterwegs sein, da freue ich mich schon drauf. Coupé von Australien. Es ist 2021, die neue Saison und möglicherweise ein neuer Anfang für Kasper Ackermann und Racing Point. Nachdem die Chancen des Teams in der Saison von 2020 ein unrühmliches Ende gefunden haben, wollen die Fahrer und der Rest des Teams den Saisonbeginn in Melbourne mit einem starken Start beginnen. Naja, aber da sollte man dann auch nicht schreiben Racing Point, sondern jetzt Aston Martin, weil sie heißen jetzt Aston Martin diese Saison, aber gut. Hier sind wir also wieder. Eine weitere Saison Formel 1 Rennen liegt vor uns. Manche Teams sind gut vorbereitet, andere weniger. Mal sehen, was die Zukunft für sie bereithält. Das Qualifying hier in Melbourne geht gleich los. Aiden Jackson ist auf dem 9., aber Aston Martin ist immer noch zuversichtlich, dass der Newcomer ihnen eine gute Platzierung verschafft. Wir werden sehen, wie er sich schlägt. Sein Teamkollege Kasper Ackermann hat Q3 allerdings knapp verpasst. Es ging nur um 13 Millisekunden. Du hast dein Bestes gegeben. Wenn ich als Zweiter gefahren wäre, hätte ich die 13 Millisekunden locker gut gemacht. Warum muss ich immer zuerst raus? Der 11. ist doch kein Weltuntergang. Das holst du schon wieder auf. Ja, sicher. Aber es wäre nicht nötig. Oh, da ist einer angepisst. So. Jetzt habe ich schon angerufen von der Frau. Zoe, hey. Morgen, Papi. Lilly, weißt du nicht, dass es hier gar nicht morgen ist? Mami sagt, du bist auf der anderen Seite der Welt. Genau, Papi ist in Australien. Ich stehe auf dem Kopf. Warum fallen die Autos dann nicht runter? Ah, das kann Mami erklären. Kannst du sie ans Telefon holen? Nicht runterfallen, Papi. Keine Sorge, Lilly. Versprochen. Hey. Das Qualifying war nicht so gut, hm? Ich musste zuerst raus. Schon wieder? Ja. Naja, du bist bei einigen deiner besten Rennen in der Mitte gestartet. Ja? Na, ich dachte, du magst Herausforderungen. Lilly, runter vom Tisch, sofort. Frühstückszeit, ich leg besser auf. Okay. Du wirst klasse sein, das bist du immer. Hab dich lieb. Ich dich auch. Ah ja, okay, interessant. So, nur eine kurze Nachricht, um allen viel Glück für die nächste Saison zu wünschen. Ich glaube nicht, dass wir uns irgendwann schon mal so intensiv für eine Saisonvorbereitung vorbereitet haben. Und jetzt wird es Zeit, dass ihr all die harte Arbeit bezahlt macht. Ich wünsche allen einen guten Grund eingestellt und ich bin bei jedem Einzelnen froh, dass wir zusammenarbeiten. Ja, das sind, glaube ich, so die Standarddinger. Wenn ihr Bescheid wisst, es kommt noch immer noch oft vor, dass der Zwischenfall Maxwell erwähnt wird, sobald der Name Aston Martin fällt. Brenner hat ein gutes, positives Interview für uns gemacht und dabei genau die Einstellung rübergebracht, die wir auch in Zukunft zeigen sollten. Lasst es mal, lest es mal, wenn ihr Zeit habt. Eine neue Saison gibt uns die Gelegenheit, Aston Martin in einem positiven Licht darzustellen. Viel Glück an alle. Wettervorhersage. Kasper sagt Bescheid, wenn du Zeit für eine Tasse Kaffee hast. Ich bin bei den meisten Reihen mit dabei. Ich bespreche auch meine Journalisten hören ab. Ich verspreche auch meinen Journalisten hören abzuschalten. Ich freue mich darauf, mit dir zu reden. Aber Lukas Weber war ja eigentlich in F1 2019, glaube ich, war es. GP2-Fahrer und dann mit uns in die Formel 1 gestartet. Aber ja, keine Ahnung. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal ins Rennen rein. Während der Spannung des letzten Jahres hat sich auch in die Saison fortzusetzen scheinen, kämpft sich Kasper Ackermann bei Eröffnungsrennen der Meisterschaft von 2021 nach vorne. Ja gut,
Ich weiß jetzt nicht, ob wir das Rennen jetzt komplett fahren oder ob wir irgendwo mittendrin anfangen. Das lassen wir uns jetzt mal überraschen. Hier stimmt was nicht. Verstanden, Kaspar. Wir sehen uns das an. Es ist das Getriebe. Ich habe einen Gang verloren. Gib weiter alles, Kaspar. Wir sind cool, noch am kommt das Getriebe. Tu ja, einfach, läuft bei ihm. Ich versuch's. Ach, der siebte Gang ist weg. Cool. Ich frage mich zwar, wie er dann ohne den siebten Gang im zweiten Sektor absolut Bestzeit gefahren ist, aber gut. Hätte ich, glaube ich, etwas höher drehen können. Das war knapp. Jetzt lass mich vorbei, Gasly. Ich glaube, mit dem Stück können wir auch einfach im sechsten bleiben. Ich glaube, da verlieren wir zu viel Geschwindigkeit, wenn wir dann da direkt in den achten hochschalten. Ich könnte auch mal überholen nutzen, ich Dödel. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Natürlich echt ärgerlich mit dem siebten Gang. Bisschen weit rausgekommen. Gucken, ob wir Jackson noch kriegen. Irritiert mich gerade extrem. Ja, ich wollte doch hier gar nicht hochschalten. Habe ich jetzt den sechsten Gang extra ein bisschen länger gezogen. Ich komme an Alonso nicht wirklich dran, das ist mein großes Problem. Also jetzt nicht in dem Tempo, wie ich gehofft habe, dass ich dran komme. Sollte klappen. Na, ja, vielleicht kriegen wir Jackson noch. Schalter zwar schon hoch, aber relativ spät. Das hört sich nämlich nicht sehr gesund an, wenn ich die ganze Zeit den sechsten Gang durchhalte.
hätte ich jetzt gerade fast das Auto verloren. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ich frage mich, ob das Benzin sich darauf auch auswirkt, der Benzinverbrauch, wenn wir den 7. Gang gar nicht nutzen können. Ich weiß nicht, wie das in der realen Formel 1 ist. Ob der 7. Gang sich da sehr bemerkbar macht, wenn man direkt in den 8. schaltet. Jackson haben wir zumindest schon mal bekommen. Aber Ricardo, das wird, glaube ich, nichts mehr. Ich glaube, am besten ist, wenn wir bei 270 oder 275 erst hochschalten. Dann ist nämlich gefühlt am wenigsten Verlust da. Aber Ricardo werden wir auf gar keinen Fall mehr bekommen. Letzte Runde, das schaffen wir locker noch, dass wir vor Jacksons Ziel kommen. Da kommen wir sogar ein bisschen von Jackson weg. Wie gesagt, Ricardo ist einfach zu weit, dass ich den noch eingeholt bekomme. Aber ich finde den Aston Martin echt schick. Der Racing Point damals, der war mir ein bisschen zu pink, obwohl das auch eine interessante Farbe war in der Formel 1. Aber ja, er war schon echt sehr pink. Und hier das Grün vom Aston Martin ist schon mal nicht schlecht, auch wenn es mir ehrlich gesagt ein Tick zu dunkel ist. Zumal je nach TV-Kamera kann man ihn echt leicht mit einem Mercedes verwechseln. Je nach Strecke sieht der nämlich so dunkel aus, dass man schon meinen könnte, das wäre schwarz, das Auto. Aber dann haben wir aus P8 noch geschafft. Mit einem kaputten Getriebe ist okay. So, das Rennen ist vorbei. Das ist echt okay. Pass auf dein Auto auf, während du reinkommst. Red Bull hat heute alle Register gezogen. Ein großartiger Sieg. Was ist denn da mit Kasper Ackermann passiert? Er ist zwar ins Ziel gekommen, aber das muss trotzdem extrem frustrierend sein, nicht wahr, Stefan? Ja, könnte ein Getriebeschaden gewesen sein. Das ist immer schlimm für den Fahrer. Ackermann ist bestimmt nicht zufrieden. Aber unter diesen Umständen hat er sich, finde ich, ganz gut geschlagen. Nach der letzten Saison hat er sich sicher einen besseren Start gewünscht. Hoffentlich hat er beim nächsten Mal mehr Glück. Ja, wird schon. Red Bull ist der heutige Gewinner, nachdem eine unglaubliche fahrerische Leistung gezeigt wurde. In letzter Zeit hat Red Bull enorm zugelegt, um mit den anderen Teams mithalten zu können. Und es hat sich gelohnt. Naja, mithalten konnten die schon die ganzen Jahre über. Sie konnten nur nicht mehr Mercedes mithalten. Was diese Saison allerdings ein bisschen anders ist. Das war wohl Pech da draußen. Sprechen wir darüber.
Das war heute nicht so ein gutes Rennen für Sie, Kaspar. Können Sie uns verraten, was da passiert ist? Es lag eindeutig an einem Problem mit dem Getriebe. Für einen Fahrer ist das immer eine unangenehme Situation, aber wir arbeiten daran. Da bin ich mir sicher. Sie hatten offensichtlich Probleme mit Ihrem Wagen, konnten aber das Rennen trotzdem beenden. Wie schwierig ist es, unter solchen Umständen noch ins Ziel zu kommen? Ja, das ist eigentlich beides, sag ich mal, aber Aston Martin ist aktuell nicht in der Lage zu siegen, deswegen würde ich sagen, das passt besser. Da macht sich die Erfahrung bezahlt. Man muss einfach abschalten. Weiter aufpassen, aber alles, was um einen herum passiert, ignorieren. Sich nur auf die eigene Aufgabe konzentrieren. Und einfach das Beste hoffen. Sie hatten einen unglücklichen Start in dieser Saison und in der letzten gab es vor allem Probleme wegen Ihres angespannten Verhältnisses zu Ihrem Teamkollegen. Wie ist Ihr Verhältnis jetzt? Okay, den unteren Punkt mache ich definitiv nicht. Wir haken mal die letzte Saison ab. Die letzte Saison ist vorbei. Es ist kein Geheimnis, dass Aiden und ich ein paar Probleme hatten. Aber das kann immer passieren, wenn zwei Fahrer zum ersten Mal zusammenarbeiten. Ich blicke nicht gern zurück und schaue lieber nach vorn. Er hat bestimmt eine Menge gelernt. Und wir werden sehen, was diese Saison passiert. Vielen Dank für Ihre Zeit. Also die Interviews sind teilweise immer noch ein bisschen cringe, muss ich sagen. Vor allem, wenn die Figur noch spricht, obwohl der Ton schon weg war, aber gut. Das war's mit dem neuen Anfang. Wegen mechanischer Probleme bleibt Ackermann beim Grand Prix von Australien chancenlos, womit sie seine Pechsträhne aus der letzten Saison fortsetzt. Ja, ist halt ein bisschen doof gelaufen. Probleme für Ackermann, ja gut, das ist halt das, was wir gerade eben ja schon hatten. Social Media, gucken wir nochmal eben rein. Butler. Sie haben mich lange genug genervt, also habe ich jetzt doch ein Interview mit Trackside gemacht. Lest es euch mal durch. Ah ja. Ein gefällter, also der Butler ist echt ein Affe. Kaspar, toll, dass du unter einer frustrierenden Situation noch ein paar Punkte holen konntest. Gute Arbeit. Wir sind wegen dem Getriebe genauso verärgert wie du. Du kannst dich darauf verlassen, dass wir die Ursache untersuchen und sicherstellen werden, dass das nicht nochmal passiert. Alles weitere erfährst du bei der Besprechung. Kaspar, Jeff hat sich wahrscheinlich schon deswegen gemeldet. Wir untersuchen die Getriebestörung. Das Team arbeitet unermüdlich daran. Wir sehen uns bei der Besprechung. Butler. Ach so, die Überschrift Butler. Ich nehme an, du hast das Interview mit Butler gesehen. Der will dich nur aufziehen. Er ist ein typischer Troll. Ignoriere ihn einfach und hoffe, dass er sich bald ein neues Opfer sucht. Ja, Butler ist echt ein Affe. So, dann holen wir uns unsere Pünktchen ab. So, ja, ich würde sagen, wir machen noch das nächste Kapitel. Um sich von einem frustrierenden Grand Prix von Australien zu erholen, wollen Kaspar Ackermann und Aston Martin in Sakhir unbedingt ein wenig Stabilität erreichen. Aber im Laufe des Rennens wird klar, dass die Abnutzung seiner Reifen in den kritischen Bereich geht. Okay. Ich bin mal gespannt. Ich verliere Grip. Verstanden. Du kannst nächste Runde reinkommen. Boxenstopp nächste Runde. Nein, ich muss jetzt reinkommen. Es wird zu schlimm. Aiden kommt gleich rein. Halte noch eine Runde durch, Kaspar. Hat er nicht eine Runde weniger? Ja, andere Strategie. Habe ich nicht Vorrang? Er kommt an die Box. Bleib bitte draußen, Kaspar. Gut. Nein, ich bin hier nur am Rutschen. Ich komme rein. War wohl ziemlich dringend für Aiden, was? Bleib bitte geduldig, Kaspar. Noch einen Platz eingebüßt. Und noch einen. Okay, los, los! Okay, das lief wohl nicht so gerade nach Plan.
Aber da weiß ich auch ehrlich gesagt nicht, was sich Kasper jetzt dabei gedacht hat, einfach reinzufahren. Okay, das hätte besser laufen können. Versuch dir ein paar Plätze zurückzuholen, Kasper. Schon dabei. Auf welcher Position ist Aiden? Das würde ich gerne mal wissen. Weil, wenn Aiden in der Position vor ihm ist und er braucht einen Boxenstopp, ja, dann hat halt Aiden Vorrang. Teamkollege? Okay, die Hauptkonkurrenten dieses Rennens sind. Das war jetzt nicht Alonso meine Frage, aber gut. Ich muss das gleich mal hier drin suchen. Okay, wir können dich. Nein, du sollst keinen Boxenstopp machen. Da ist es doch. Habe ich das nicht eben gesagt? Sie fahren mit neuen Weichenreifen. Er ist auf Rang 18. Oh wow, Aiden ist auf Rang 18. Ja, okay, dann kann ich verstehen, dass Kasper angepisst ist. Weil das heißt, Aiden ist schon überrundet, wenn Kasper hinter ihm war. Dann würde ich mich auch angepisst fühlen. Dann finde ich das auch ein bisschen kacke vom Team, warum die Aiden dann zuerst reinholen. Obwohl derjenige, der in den Punkten ist, Reifenprobleme hat. Also das war jetzt nicht gerade der cleverste Zug vom Team. Alter Alonso, warum bist du denn hier so langsam in der Kurve? Ich weiß gar nicht, wie viel da soll ich überhaupt werden. Echt keine Ahnung, welchen Platz wir landen müssen. Kommen wir mit dem Benzin noch aus. Das habe ich nämlich jetzt leider eben nicht gelesen. Was? Letzter Sektor war ich 30 Sekunden langsamer? Hä? Obwohl ich personal Bestzeiten hatte? War das jetzt nur wegen Alonso gerade oder was? Damit haben wir Ricardo. Ich glaube, vor dem waren wir auch vor dem Boxenstopp. Interessant, das ist nicht gerade meine Lieblingsstrecke hier in Bahrain. Also pace-technisch ist die nicht so optimal für mich. Wie gesagt, ich weiß halt auch nicht, was wir für eine Position erreichen müssen oder ob das schon reicht gerade. Aber ohne zu warten, wären wir wahrscheinlich schon vor Tsunoda. Also hätte man nicht hinter Aiden warten müssen. Ist Jackson gerade. Aber der ist halt schon eine Runde zurück.
ist der auf 18, ey. Was hat der denn gemacht, dass der auf 18 zurückgefallen ist? Immerhin macht er schön Platz. Will noch mal angreifen. Jo. Ja, Tsunoda wird schwierig, den noch zu kriegen. Dafür bin ich einfach gerade nicht schnell genug. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Wir werden dranbleiben. Wer weiß, ob da noch was passiert. Der hat gerade den Alpine überrundet. Ach nee, Ocon wurde gerade überholt. Ich dachte, das wäre eine Überrundung gewesen. Ocon könnten wir vielleicht kriegen. Scheint nämlich gerade nicht sehr schnell zu sein. Aber Tsunoda wird sehr, sehr schwer. Ich glaube, Tsunoda werde ich nicht bekommen. Ocon wäre drin. Aber Tsunoda glaube ich nicht mehr. 2,4 Sekunden ist einfach zu viel, um das noch in knapp einer Runde einzuholen. Ich habe jetzt Ocon hier auch extra nicht überholt, um das DRS noch abzugreifen. In der Hoffnung, dass ich dadurch ein bisschen näher an Tsunoda komme. Es könnte sehr, 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 sehr knapp werden. Also wenn, wird es in den letzten Kurven wahrscheinlich erst entscheiden. Könnten wir es noch schaffen? Ja, wir schaffen das noch. Hätten wir vielleicht ein, zwei Runden schneller gefahren, wären wir schneller gefahren, hätten wir Sainz vielleicht sogar noch bekommen. Okay, sammel ein wenig Gummiabrieb ein und komm rein. War ein bisschen ärgerlich, aber ist okay, P7. Ein interessantes Aufeinandertreffen von Ackermann und Jackson hier in der Boxengasse, Stefan. Wird das hinter den Kulissen noch weitere Spannungen auslösen? Ackermann hat sich über Funk schon ziemlich wütend angehört. Sollte bis nächste Runde warten, aber kam trotzdem rein. Mit klarem Kopf würde man so eine Entscheidung nicht treffen. Hat er da seine persönlichen Probleme mit auf die Strecke gebracht? Ich glaube schon. In der letzten Saison haben sie sich oft genug gegenseitig Punkte gekostet. Und wenn man sieht, was heute passiert ist, glaube ich, es geht genauso weiter. Und die Fahrer begeben sich nun für die Siegerehrung zum Podest. Ein echter Teamsieg heute.
Ein großartiges Beispiel für eine rundum gelungene Umsetzung. Glückwunsch an das Team von Mercedes, den heutigen Sieger des Rennens. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, an Ackermanns Stelle hätte ich auch mich ein bisschen verarscht gefühlt vom Team, weil Jackson halt auf dem 19. Platz außerhalb der Punkte war, hätte man Ackermann definitiv vor ihm reinlassen müssen. Also das ging gar nicht, meiner Meinung nach. Aus unserer Perspektive war das ein aufregendes Rennen. Wie war es aus Ihrer Sicht? Glückwunsch zu diesem harten Rennen heute, Kaspar. Für uns Zuschauer schien es so, als habe es irgendeinen Konflikt wegen der Boxenstopp-Strategie gegeben. Können Sie uns das erklären? Da werde ich jetzt mal das Team ankreiden. Die Strategie des Teams war falsch, also habe ich selbst die Entscheidung getroffen. Wenn man am Steuer sitzt, muss man manchmal selbst entscheiden. Ich habe gemerkt, dass ich bald neue Reifen brauche und an die Box muss. Das Team sieht das vielleicht anders, aber ich konnte es wieder ausgleichen. Also mal sehen. Die Schwierigkeiten heute lagen also an einer Teamentscheidung und nicht an weiteren Spannungen zwischen Ihnen und Aiden Jackson? Ja, Strategie. Nein, das ist alles in Ordnung. Wir hatten nur unterschiedliche Strategien und es kam zu einer unglücklichen Überschneidung. Letzte Saison gab es zwar Probleme, aber die gehören der Vergangenheit an. Warum fragen Sie? Nun ja, Sie schienen bei Ihren Funksprüchen sehr wütend auf Ihr Team zu sein. Manche fragen sich, ob das ein Indikator für ein tiefer liegenderes Problem hinter den Kulissen ist. Was würden Sie dazu sagen? Adrenalin. Wir schieben es mal aus Adrenalin. Deswegen braucht man sich keine Gedanken machen. Das war nur das Adrenalin. Wenn man mitten im Rennen ist, kann es schon mal mit einem durchgehen. Ich weiß nicht mal mehr, was ich gesagt habe. Wenn ich zu ausdrucksstark war, werden wir hinterher höchstens darüber lachen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Naja, bin mal gespannt, ob es da noch knallt. Der Zwischen von der Boxengasse hat Ackermann zwar ein paar Plätze gekostet, aber er hat sie sich mühsam zurückholen können. Und der Grand Prix von Bahrain mit einer ansehnlichen Platzierung für Aston Martin beendet. Ich verstehe es einfach nicht. Er darf zuerst an die Box. Sein Auto bekommt das einzige neue Triebwerk. Und dann darf er im Qualifying nach mir starten. Ach, der Junge ist praktisch schon der erste Fahrer. Das kann ich mir nicht vorstellen. Warum bezahlen Sie ihm denn mehr? Das regt dich also immer noch auf. Nein. Weiß nicht, vielleicht. Ich wünschte, ich hätte es nie erfahren. Aber es geht dir doch nicht ums Geld. Ich bin alt. Du bist nicht alt. Fang nicht wieder so an. Ich bin alt. Für einen Fahrer bin ich alt. Ach komm, das ist deine letzte Saison. Mach das Beste draus. Ich hab's Ihnen noch nicht gesagt. Wann sagst du es denn? Bald. Okay. Und bis dahin solltest du Jackson ignorieren. Okay. Und spiel nicht länger das Opfer. Das steht dir nicht. Ja, schon klar. Als nächstes geht's nach Sandford. Alle werden dir die Daumen drücken. Sei der Mann, den sie lieben. Und hey. Was? Sei der Mann, den ich liebe. Das ist süß. Hast du dir das selbst ausgedacht? Das ist mein natürlicher Charme. Ja, Verstappen kann mir nicht das Wasser reichen. Musste das jetzt sein? Okay, Verstappen kann ihm nicht das Wasser reichen. Na, ich weiß ja nicht. Strategieprobleme bei Aston Martin. Aber Ackermann setzt sich durch. Heute ein unglückliches Fahren. Fehleinschätzungen beim Grand Prix von Bahrain, die Aston Martin und ihrem älteren Fahrer einige Probleme bereiten. Als Kasper Ackermann früher als geplant für einen Reifenwechsel in die Box kam, musste er warten, denn sein jüngerer Teamkollege Aiden Jackson hat für die Box Priorität. Für Box Crew Priorität. Glücklicherweise konnte Ackermann den Vorfall schnell hinter sich lassen. Tempo aufbauen und respektable Platzierung von seinem jungen Teamkollegen erreichen. Was nur ein einmaliger Strategiekonflikt bzw. unglückliches Timing oder
machen sich bei Aston Martin die Probleme der letzten Saison wieder bemerkbar. Es gibt immer noch offene Fragen bei dem Duo. Wie viel kann sich Jordan da noch leisten? Es gab schon viele Kommentare zum Boxenstopp-Panel bei der Aston Martin, aber es war nicht der abgesprochene Zeitpunkt für Ackermanns Boxenstopp. Fehler wie dieser sind es, die Diskussion anheizen, ob er einst als fliegender Holländer bekannte Fahrer noch genug zu bieten hat. Sind seine besten Rennen für ihn schon im Rückspiegel? In einem Sport, wo Sekundenbruchteile über Gewinn und eine ganze Meisterschaft entscheiden können, ist es einfach kein Platz für Fehlentscheidungen wie die von Ackermann. Und da es eindeutig Probleme bei seinem Teamkollegen gibt, ist es für ihn vielleicht an der Zeit, dem Sport für alle mal den Rücken zu kehren. Ah, so hart würde ich jetzt aber auch nicht ins Gericht gehen mit ihm. Ja, was der unterste Post, da würde ich definitiv zustimmen. Definitiv. So, ich verstehe, dass du wütend bist, aber bitte lässt du vor der Presse nicht über das Team. Wir haben uns auf die Strategie geeinigt. Ich weiß, dass sich die Dinge auf der Strecke manchmal ändern können und dass es frustrierend sein kann, aber es wird sich immer noch ein. Wir sind immer noch ein Team, vergiss das bitte nicht. Ja, aber ganz ehrlich, wenn Jackson auf 18 oder 19 ist, dann muss ich die Strategie halt umändern und nicht so eine Scheiße. Kasper, die Besprechung wurde um eine halbe Stunde verschoben. Wir werden darüber reden, was bei der Reifenstrategie falsch gelaufen ist. Wir sehen uns dort. Dieser Ausschnitt aus dem Teamfunk macht die Runde. Die Presse liebt den Spruch. War wohl ziemlich dringend für Aiden und Aston Martin ist auf den falschen Gründen in aller Munde. Noch ein Hashtag noch ein Platz eingebüßt wird auch immer beliebter. Wir wollen nicht, dass die Leute wieder anfangen, über Mexiko zu reden. Es hatte lange genug gedauert, bis das vorüber war. Das Team wird also nicht gerade in einem guten Licht dastehen. Aber ich bin hier, damit wir das in den Griff kriegen können. Wenn du mich brauchst, ruf einfach an. Ja. So, holen wir noch unsere Pünktchen ab. Zack. So, ja. Und damit würde ich sagen, werden wir die Folge erstmal abschließen. War auf jeden Fall sehr interessant, war auch sehr kontrovers teilweise. Vor allem mit dem Boxenstopp hätte ich ehrlich gesagt vom Teamseite da etwas anderes erwartet, als wie den 18. oder 19. platzierten Aiden Jackson reinzuholen, bevor ich dann den Kasper reinhole, der noch in den Punkten lag zu der Zeit. Also war definitiv eine Fehlentscheidung des Teams. Aber naja, egal, wer weiß, wie es in den nächsten Rennen laufen wird. Ich würde sagen, das war's dann für dieses Mal. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann, meine Lieben.